Hallo Leute, heute für euch die 10 brutalsten Serienmörder. Alles klar? Dann dreh dich jetzt ja nicht um, denn er könnte direkt hinter dir stehen. Das Böse des Bösen. El Monstruo, der schlimmste Serienkiller aller Zeiten. Er ist wieder auf freiem Fuß und er ist nicht allein. Aber fangen wir am besten von vorne an. Bevor es losgeht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst, um keine Videos mehr zu verpassen. Und los geht's! Was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Serienmörder und einem Massenmörder? Blättern wir im Lexikon und definieren. Der Serienmord bezeichnet eine Serie von 2 oder mehr Morden, die als getrennte Ereignisse begangen werden und meistens, aber nicht immer, von einem Einzeltäter ausgeführt wurden. Aha. Massenmord dagegen ist die Tötung einer Vielzahl von Personen in kurzer Zeit an einem oder wenigen zusammenhängenden Orten. Sie haben jedoch eine Gemeinsamkeit. Die Täter haben heftigst einen an der Waffel. Nun denn, hier sind die Top 10 der schlimmsten Serientäter des 20. Jahrhunderts. Platz 10. Alexander Pitschuschkin. Du spielst Schach? Alexander Pitschuschkin auch. Allerdings nicht mit Figuren, sondern mit Menschen. Der als Schachbrettmörder bekannt gewordene Russe tötete mindestens 48 Männer, zugegeben hatte insgesamt 61 Morde. Er erschlug, erwürgte oder erschoss seine Opfer, nachdem er sie abgefüllt hatte. Warum er das tat? Der heute 46-Jährige wollte für alle 64 Felder des Schachbretts ein Opfer haben. 2007 wurde Alexander Pitschuschkin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Platz 9. Javed Iqbal. Was muss ein Mann getan haben, um von einem pakistanischen Gericht im Jahr 1999 zu folgendem verurteilt zu werden? Javed Iqbal wird 100-fach zum Tode verurteilt. Er soll mit jener Kette erwürgt werden, mit der er seine Opfer getötet hat und sein Körper danach in 100 Stücke geschnitten und anschließend in Säure aufgelöst werden. Ein gerechtes Urteil? Iqbal tötete zwischen 1978 und 1999 mehr als 100 Jungen im Alter von 6 bis 16 Jahren. Vor der Urteilsvollstreckung 2001 erhängte sich der 1956 geborene Pakistaner selbst in seiner Zelle. Platz 8. Rodney James Alcala. Erinnerst du dich noch an die TV-Show Herzblatt? Im amerikanischen Format gewann Rodney James Alcala das Herz der Dame. Allerdings nicht physisch. Sie sagte das Date ab, weil er ihr unheimlich vorkam. Zum Glück für sie. Es kam heraus, dass der Texaner für viele grausame Morde verantwortlich war. In die Top 10 der schlimmsten Serienmörder kommt er, weil bei seiner Verhaftung hunderte Fotos von Frauen und kleinen Jungen gefunden wurde, deren Verbleib bis heute Rätsel aufgibt. Der zum Tode verurteilte Alcala kann sich an nichts erinnern. Platz 7. Theodore Ted Robert Bundy. Ted Bundy schien der sympathische Mann von nebenan zu sein, doch unter seiner charmanten Oberfläche schlummerte eine Bestie. Eine Bestie, die vergewaltigte, folterte und mordete. Ted zog mit seinem VW-Käfer eine blutige Spur quer durch Amerika. Seine Opfer waren ausschließlich Frauen und ausschließlich attraktive Frauen. Theodore Robert Bundy wurde am 24. Januar 1989 auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Er soll innerhalb von 4 Jahren mindestens 30 Mädchen entführt und vergewaltigt haben. Schätzungen zufolge sollen es über 100 gewesen sein. 2019 kam erneut ein Film über ihn raus, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Wild, in der Hauptrolle Zac Efron. Platz 6. Yang Sing-hai. Yang Sing-hai ist ein wahr gewordener Albtraum. Der als Monstermörder bekannt gewordene chinesische Serienkiller überfiel zwischen 2000 und 2003 Dutzende Familien im Schlaf. Mindestens 23 Frauen vergewaltigte er und tötete mit Äxten, Beilen, Hämmern oder Schaufeln 67 Menschen.
Der 1968 geborene Chinese gab als Motiv an, dass ihn seine Freundin verlassen hat und er sich an der Gesellschaft rächen wollte. Die Gesellschaft rächte sich an ihm. Er wurde 2004 zum Tode verurteilt und hingerichtet. Platz 5. Daniel Camargo Barbosa. Was Mobbing anrichten kann, zeigt sich bei Daniel Camargo Barbosa. Seine Stiefmutter behandelte und kleidete ihn wie ein Mädchen, was ihn zum Gespött anderer Kinder machte. Er rächte sich mit einer regelrechten Jungfrau-Obsession. Der Sadist von El Chanquito tötete und vergewaltigte zwischen 1974 und 1986 zwischen 72 und 150 Mädchen in Kolumbien und Ecuador. 1986 wurde er zur Höchststrafe verurteilt. 1994 wurde er im Gefängnis vom Cousin eines der Opfer ermordet. Platz 4. Sergei Tschach. Noch gefährlicher als ein Irrerkiller ist ein ausgebildeter Irrerkiller. Der als Wahnsinnige von Pologi bezeichnete Russe hat zuerst Kriminalistik studiert und war in der Sowjetunion als Kriminalermittler tätig. Nach seiner Entlassung wechselte er die Seite. Zwischen 1984 und 2005 hat Tschach mehr als 100 Mädchen und Frauen getötet und danach auch noch sexuell missbraucht. Außerdem gab er an, die inkompetenten Polizeikollegen brüskieren zu wollen. Bei seiner Verhaftung soll er gesagt haben: Seit 20 Jahren warte ich, dass ihr zu mir kommt. Zu 36 Mal lebenslang verurteilt, starb er 2018 im Gefängnis an Herzversagen. Platz 3. Luis Alfredo Garavito Cobillos. La Bestia vergewaltigte und tötete in den 90er Jahren mindestens 138 und möglicherweise bis zu 300 Jungen. Der Kolumbianer wurde 1999 zu 1853 Jahren und 9 Tagen Gefängnis verurteilt. Weil er sich aber kooperativ zeigte und bei der Mithilfe der Leichen half, wurde seine Gefängnisstrafe auf 22 runtergesetzt. Er kommt also nach kolumbianischem Recht nächstes Jahr frei. Wir streichen schon mal unseren Kolumbienurlaub. Platz 2. Harold Shipman. Harold Shipman sieht nicht nur aus wie der nette Onkel Doktor, er war es auch. Als Hausarzt war der Brite sehr beliebt. Er hatte immer Zeit, kümmerte sich liebevoll um seine Patienten und machte selbstverständlich auch Hausbesuche. Bei solchen waltete er als Dr. Tod und ermordete zwischen 1975 und 1998 mindestens 250 bis zu 457 vor allem ältere Menschen. Auffallend dabei, zu oft wurde der Arzt in den Testamenten zum Alleinerben gemacht. 2000 wurde der größte Serienmörder Englands zu lebenslanger Haft verurteilt. Shipman erhängte sich 2004 in seiner Zelle. Platz 1. Pedro Alonso López. Das Monster aus den Anden vergewaltigte und tötete zwischen 1969 und 1980 mindestens 300 Mädchen in Kolumbien, Peru und Ecuador. Zuerst dachten die Behörden, dass sich López bloß wichtig machen wolle, nachdem er freimütig die schrecklichen Taten gestand. Doch er überzeugte sie, indem er sie zu einigen seiner Massengräber führte, in denen er die Mädchen verscharrte. Er wurde zwar wegen Mordes verurteilt und dann in die psychiatrische Klinik überwiesen, dort wurde er aber 1999 entlassen. Seitdem fehlt von dem 1948 geborenen Monster aus den Anden jede Spur. Doch das sind alles Kleinigkeiten zu den Taten von Oscar Osvaldo García Montoya alias Carlos Ricardo oder El Compaito. Der Auftragskiller verschiedener mexikanischer Drogenkartelle hat über 600 Morde gestanden. Bis heute hat der Drogenkrieg in Mexiko rund 250.000 Todesopfer gefordert. Was es nicht für grausame Menschen auf dieser Welt gibt. Wir hoffen trotzdem, dass euch unser neues Video gefallen hat. Wenn ja, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden. Falls ihr neu auf unserem Channel seid, dann lasst uns ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keines der Videos mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.